Guten Morgen. Ein relativ bekannter politischer Aktiver, den ich kenne, hat mir mal erzählt, den ersten Satz eines Vortrags kann man sowieso nie ganz verarbeiten, ihr Arschlöcher. Damit fangen wir an. Ja, der heutige Tag steht ja ganz im Tage der politischen Bewegung. Und da habe ich mich natürlich mal so ein bisschen umgeschaut, die Hosen, meine absolute Lieblingsband, und mal wieder inspiriert durch meinen Mentor André Hagemeyer, der auch eine großartige Andacht zum Thema Punk gehalten hat vor gar nicht allzu langer Zeit, die mir aber nicht weit genug ging. Der hat da gesagt, ja, Campino hat ja gesagt, Punk, da muss man nichts für können. Das ist ja das Zentrale. Da habe ich mir gedacht, nein. Also, vielleicht auch, aber das ist gar nicht der Punkt. Punk ist mehr, viel mehr, und dagegen. Punk sein heißt, alte Strukturen aufbrechen, hässlich sein, wenn Angepasstheit angemessen wäre, den Kommunismus anrufen, wenn man vom Kapitalismus gefesselt ist, Ungerechtigkeit entgegentreten, wo sie auftaucht, Bullenkarren anzünden, wenn durch strukturellen Rassismus Schwarze totgedrückt werden. Gut, dass es in Deutschland kein Racial Profiling und strukturellen Rassismus gibt, wie Horst Seehofer sagt. Punk sein heißt auch denen helfen, die es brauchen, für Menschenrechte und Interkulturalität einstehen. Sprich dafür sein, wenn geschützt werden muss, und hart zu sein und zu zerstören, was stört. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Das kann natürlich auch in komischen Zeiten wie heute, wo Zeitschriften wie der Business Punk erscheinen, vielleicht auch Philipp Amthor sein, der eigentlich vom Anschauen her das Gegenteil von Punk ist. Aber noch, sagen wir mal, für einen jungen Menschen so unfassbar alt, dass es auf jeden Fall auch reaktionär scheint. Auch wenn viele von uns das mit dem Destruktiven des Punk nicht vorbehaltlos konform gehen, doch einiges vom reaktionären Kämpfergeist sollte man sich endlich auf die Fahnen schreiben, finde ich zumindest. YouTube existiert seit 2005, Instagram seit 2010, Twitter seit 2006. Viele Gemeinden und Einzelpersonen sind digitale Vorreiter, aber so richtig ist die Digitalisierung bei uns irgendwie noch nicht angekommen. Es ist immer wieder ein Scheißkampf, Strukturen zu verändern, und ich arbeite auch in der Schule, ich weiß, wovon ich spreche. Christliche Jugendbewegungen habe ich jetzt persönlich auch noch nicht wirklich mitbekommen. In diesem Sinne, lasst uns ein wenig aktionär werden. Eingestaubte Strukturen, die nicht zeitgemäß sind, aufbrechen. Auch wenn wir nicht blind zerstören wollen, dürfen wir auch nicht davor zurückschrecken. Keine zögerliche Verzagtheit, sondern mutiges Voranschreiten. Ja, Präsenzveranstaltungen sind wichtig, aber nein, sie sind nicht unverzichtbar. Veränderung kommt von innen, sie kommt von dir. Hashtag Jünger verändert. Vielen Dank. Kurz und knackig. Ich war gar nicht darauf vorbereitet, ich muss mir Rewards anmachen. Ihr Lieben, wir hatten heute noch ein paar Leute, die angereist sind.